His papers are all in his glove box. Yeah. What about him? Well, is he a Nazi? You a Nazi fella? Can't even tell no more. How I look? Like a walrus. Don't forget your luggage. Remember, you are Jules Redfield, professional actor, traveling to Venus to audition for the part of William Joseph Blazkowicz. Now, you are summoned by personal invitation, so security should be minimal. Break a leg. Mr. Redfield? Mr. Hughes Redfield? Yeah, that's me. I'm Helena, the director of this film. Apologies for the long journey, but my producer favors a safe location and has an affinity for dramatic settings. Come. Oh, my luggage. Someone will bring it for you. Come. Welcome. Welcome to the audition, Mr. Redfield. Now that you're all here, I ask you to prepare yourselves. You must be off book for this audition, so be sure to memorize your lines before the producer gets here. He has a volatile disposition, so be careful what you say and do in his presence. Mr. Redfield, I can't stress enough how important it is you learn these lines by heart. Your script is on the chair. I will be with you shortly. Can't blow my cover. Better keep a low profile. The pretend acting for those so inclined. Your agent got you on the short list for this? Wow. Are those scars real? Casting director saw me on a mystery show. Thought I had to write. Gotta get these lines down. There's some real tongue twisters. Not good with auditions. Yeah, always get so nervous. Weird, though, no? Why Venus? What's wrong with L.A.? Producer gotta be a real big cheese. Yeah. Muhammad must go to the mountain type deal. Yeah. Any stage experience? What was your name? Roland, was it? Ronald. Ronald. Nah. I used to do broadcasts when I was younger. Nowadays, it's all pictures and TV. Yeah, I thought about doing film acting, but I just love the theater. You know, I'm not sure I even want this role. It's not like real acting unless you're on a stage in front of a live audience. You know what I mean. Sure thing, Chief. Unbelievable. I'll murder your dirty race. I will murder your dirty race. Oh, come on, Johnny. Better than this. I'll murder. Oh. I will murder your dirty race. Oh, Jesus, you moron. I'm supposed to remember this shit. I gotta write this down. Places, places, quickly! Heil Hitler! Heil Hitler! In meinem Büro. Würden Sie mir bitte verraten, wer in Gottes Namen das ist? Ja, es sind Schauspieler, mein Führer. Schauspieler? Ja.
Diese Männer wollen für die Rolle von William Joseph Blaskowitz vorsprechen. Es sind Schauspieler. Es tut mir leid, meine Nachricht hat sie wohl nicht erreicht. Und besser konnten wir nicht finden. Keiner von denen sieht dem Kerl auch nur ähnlich. Ja, das kriegen wir. Gott, noch mal. Das kriegen wir mit Schminke hin, mein Führer. Oh ja, Schminke. Mhm. Gut. Das ist magisch. Schauspieler, geschult in der Kunst der Verkleidung und Täuschung, ja. Ähnlich wie Spione. Vielleicht ist er ein Spion unter Ihnen. Sie haben sicher alle mein Buch gelesen. Oh, yes, mein Führer. And my children have read it, too. I loved it, Mr. Hitler. Super good. Mr. Hitler, wenn Sie mich ansprechen, sagen Sie mein Führer. Verstanden? Haben Sie keinen Respekt vor Autorität? Ihre Worte gewähren Einblick in einen höchst verräterischen Geist. I am so sorry, mein Führer. Sind Sie denn ein Idiot? No, mein Führer. Sind Sie ein verkleideter Schurke? Ein Jude? Ein verräterischer Jude? No, no, mein Führer. I'm from Arizona. Wölfe im Schafspelz. Konspirierende, lügende, niederträchtige Juden. Ich erkenne sie schon von Weitem. Wenn Sie mein Buch gelesen haben, wissen Sie, dass ich die Wahrheit kenne. Und wer die Wahrheit auf seiner Seite hat, der gewinnt immer. So konnte ich die Welt von den Juden reinigen und so konnte ich die minderwertigen Kommunisten in die Knie zwingen. Oh, so ging das. Ich habe ihn vernichtet. William. Oh, Josef. Blaskowitz. Oh. 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 Ah. Helene. Mein absolutes Meisterstück, das Jahrhundertepos und mein künstlerisches Erbe. Wer mein Drehbuch liest, der wird die zahllosen Stunden zu schätzen wissen, die ich aufgewendet habe, damit jede Szene, jeder Zeile, jeder Silbe fehlerfrei ist. Bravo, mein Führer, bravo! Mutti, mir ist so kalt. Weg! Weg! Sie! Sie spielen die Szene. Helene, zusammen mit ihm. A cold-blooded terrorist. That is what you are. And you are a nice woman. You monster! What are you going to do to me? I will save and marry you. So many German innocent lives you have killed, but the German race will rise again. Shit.
I will save your married people too. Ach, widerlich. Absolut widerlich. Sie haben offensichtlich keine Ahnung, wer dieser Mann ist. That's what you are. What the hell did I write? And you are a Nazi whore. You monster! What are you going to do to me? I will rape and murder you. So many German innocent lives you have killed, but the German race will rise again! Shit. I will murder your dirty race too. Die Worte waren richtig, ja. Aber sie haben anscheinend nicht die mindeste Ahnung von der Psyche eines Mannes wie William Joseph Blazkowicz. Wie können sie sein, was sie nicht verstehen? Sie. Spielen sie die Rolle. Füllen sie die Rolle. A cold-blooded terrorist. That is what you are. And you're a Nazi whore. You monster. What are you going to do to me? I will rape you. And I will murder you. So many German innocent lives you have killed. But the German race will rise again. And I will murder your dirty race too. Sie könnten von ihm lernen. Ich gebe Ihnen, was Sie brauchen, um den Geist dieses Irren zu verstehen, dieses dreckigen Untermensch. Oh, ich kannte ihn in- und auswendig. Und darum konnte ich ihn gefangen nehmen und ihn der Gerechtigkeit übergeben. Mein Gott, habe ich Hunger. William Joseph Blazkowicz. Aufgewachsen in Mesquite, Texas. Mischlingskind eines Verkäufers und einer polnischen Jüdin. Die Mutter wurde vom Vater ausgeliefert, starb in einem Vernichtungslager in Neumexiko. Selbst als Erwachsener waren seine geistigen Fähigkeiten noch die eines Kindes. Und tatsächlich, als wir nach seiner Exekution aufschnitten, konnte man sehen, dass er Jude ist. Helene, machen Sie weiter. Ich bin müde. Aspirants, as you know, this role is very physical. William Joseph Blazkowicz was not a man of intellect. He was a man of action! The scene takes place right before the scene you did earlier. Blazkowicz is about to plant the bombs that will massacre the German children in the orphanage. But first, he must eliminate the brave soldiers standing guard outside the school in a brutal fight scene. Mr. Llewellyn Ewing? Llewellyn Ewing. Yeah. Why don't you start? You will each improvise a fight sequence. And once the guard is eliminated, you finish the scene by reading the lines from the cue card, exactly as written. Places. Und action. Stop! Oh, God, I'm bleeding. I need to take a break. Line, please. Yeah, I need a doctor. Line. Okay. Your bravery is no match for a Neanderthal like myself. Besides, I only know how to fight in a dirty manner. And now, to kill all the innocent children, Germany's future. Ha 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 ha. What? Oh, God.
Mr. Redfield, please. The floor is yours. Mr. Redfield, would you step into the box? Mr. Redfield, would you step into the box? Und, Action! Dann mach es mal richtig, du Wichtigtor! You wanted? Is that what you had in mind? You Nazi assholes. Because that's all you're getting. Wunderbar. Wunderbar. Habt ihr das gesehen, Helene? Wie geboren für die Rolle. Er wird mein Platz gewinnen. Oh Gott. Er ist mehr als perfekt. Let me help you unpack, Mr. Redfield. Was zur Hölle ist das?